Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zurück zu Satisfactory mit Nemasog. Einen wunderschönen guten Tag, ihr Menschen da draußen. Der irgendwo hinter mir unten, glaube ich, am Boden war. Und das ist so eine geile Optik, wenn man hier so hochguckt. Und dieser Nachthimmel und gerade eben kam noch dieser fluoreszierende Himmelsrochen über unsere Köpfe hinweggeflogen. Das ist so eine geile Atmosphäre hier. Aber tatsächlich nicht annähernd so bedrückend und so geil wie jetzt bei Subnautica, aber tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Wenn man bedenkt, fliegen wieder die Strommasten durch die Gegend. Ja, ich hab mal kurz umgebaut. Was machst du denn da? Der hat mich gerade auf dem Dach hier umgeschlagen. Ich hab nur so ein Mast auf mich zu. Ach so. Ja, aber ich sehe das, wenn du diese Blueprints da durch die Gegend schwenkst. Und der hat mich hier fast erschlagen. Ja. Gut, ja, ich mache noch mal kurz vor dem Schmelzofen da einen Container. Und dann können wir da schon direkt die Eisenstangen automatisieren. Das ist eigentlich meine Produktionslinie. Gut, was fällt dir ein? Dann mach du das. Du kannst doch nicht einfach hergehen und meine Sachen hier fertig bauen. Sonst lerne ich das ja nie. Gut, dann fahre fort, weil hier gibt es schon bei deinem Schmelzofen einen Produktionsstau. Ja, wenn du so lange rauchen gehst. So lange? Ja. Was? Ja, wir können das Spiel übrigens nicht pausieren, selbst wenn wir auf Pause gehen. Es läuft halt weiter, weil es halt Multiplayer ist. Diese Funktion wie bei Dead Space 3, das dann bei meinem Kollegen auch pausiert ist, das gibt es leider hier nicht. Deswegen läuft die Zeit da tatsächlich weiter. Und ich brauche Eisen. Ja. Also ich gehe mal kurz Eisen. Zu dem... Keine Platten, sondern Eisen. Ich gehe mal kurz zu unserem Kupfervorkommen und mache da schon mal... Ich klaue mir mal aus deiner Produktionslinie welche, ne? Naja, dafür ist das ja gedacht. Ich brauche Eisenbarren. Wir sind hier kommunistische Kommune, wir beiden. Jeder bekommt alles. So wie die Republikanische Republik, ne? Ja, so ungefähr. Ja, das ist ein Insider von Salome und mir. So. Gut. So, ich weiß nicht, ob das genügt. Ich hoffe es einfach mal. So, Platten. So. Nee, Quatsch. Stangen. Ja, ist unser Hub. Unser Hub. Mach ich. Unser Hub. Unser Hub. Okay. Da oben steht so ein riesiger Blueprint auf dem Kupferding. So. Dann bastel ich schon mal. Hallo, direkt. Ich sehe dich da oben stehen. Hallo, ich sehe dich da unten hüpfen. Boing, boing. Ah, und von da oben macht man dann diese auch Förderbänder nach unten und verbindet die, ne? Genau. Das war mein Plan. Das aussieht. Ich feiere das, dass man das sehen kann. Das sieht immer so cool aus. So. Guck mal. Siehst du das auch? Warte. Guck mal. Warte. Wo bist du denn? Ach, da ja. Unten. Da sehe ich. Ich finde das voll geil. So ein Containerli. Geronimo. Verdammt. Och, ich habe jetzt mal Schaden bekommen. Oh, das ist nicht gut. Ja. Ja. Jetzt kommen wieder Eisenbarren. Guck mal. Du musst mal kurz nochmal, glaube ich, die Reaktoren nachfüllen. Oh, fehlt da wieder Zeug? Ja, die sind gerade ausgegangen. Ah, okay. Ich bin da. Dann musst du erstmal mal die Sicherung reinhauen wieder. Einmal einschalten. So. Ich habe jetzt... Kein Strom? Ich habe ihn doch... Ja, du musst erstmal mal die Sicherung reinhauen, den Hebel aktivieren erstmal. Wo denn? Was für ein Hebel? Warte. Ist da keine Sicherung? Füll mal beide auf. Beide und dann mach da mal... Der andere ist aufgefüllt, da ist noch Zeug drin. Ach so, hier! Ich sehe ihn. Ah! Ja. Ah, ganz links. Okay. Jetzt sehe ich's. Jetzt... Ach, wir müssen, glaube ich, wir haben zu viel angeschlossen, glaube ich. Aber wir brauchen noch einen Generator oder wir müssen upgraden wahrscheinlich, ne? Ja, wir müssen upgraden, dann können wir einen Generator bauen. Okay, dann kümmere ich mich ums Upgraden.
Gut, dann brauche ich schon mal Was brauchen wir denn für das nächste? Ach du Scheiße, 100. Ach, dann bauen die da jetzt auch nichts mehr, ne? Ja, ohne Strom halt schlecht, ne? 57. Gut, dann machen wir hier unten erst. Jetzt haben wir halt einfach ja nichts mehr hier. Jetzt funktioniert, jetzt muss ich wieder alles manuell machen, weißt du? Immer muss da manuell alles machen, ey. Kann ich nicht, irgendwie eine Produktionslinie mal vom Strom nehmen, dass die anderen wieder welchen haben? Kannst du auch machen. Da kannst du ganz einfach konfigurieren. Und dann kannst du da unten so, hast du so einen kleinen roten Hebelchen, so einen Schalter, wo du halt auf Standby machen kannst. Machen wir mal den hier an. Geht das? Sicherung durchgebrannt, ja. Schade, dass man nicht, scheinbar nicht irgendwie einzeln was nehmen kann. Na gut, du kannst die ganzen Sachen splitten mit Rechtsklick. Machen wir mal das hier. Und das hier weg. Ja, so viel Kabel wie hier auch überall sind, ne, wundert's mich nicht, dass hier alles durchbrennt. Du hast hier ja, keine Ahnung, anstatt, dass du das irgendwie, zwei Mäste machst, einen für die eine Seite, einen für die andere. Oder ein Generator für die eine Seite, ein Generator für die andere Seite. Hast du irgendwie zwei Generatoren an einen Mast angeschlossen und der Mast ist mit allem verbunden. Das ist ja irrelevant. Es geht darum, egal, also auch wenn jetzt die an getrennten Masten wären, wenn du die Maximalleistung übersteigst, die Maximalleistung ist sowieso 60 Megawatt. Und, ja, aber das ist voll durcheinander. Ich weiß gar nicht, wo was dran ist hier. Ja, das ist, wie gesagt, müssen wir noch mal alles umkonstruieren. Definitiv noch mal. So, ich habe jetzt die einen Maschinen runtergenommen. Theoretisch sollte es jetzt funktionieren. Wie gesagt, bald ja, jetzt läuft's wieder. Ja, Maschine gesagt, auf der einen Seite läuft wieder sehr gut. Ja. Wie gesagt, bald können wir mit dem nächsten Upgrade, glaube ich, müssten wir Bioreaktoren machen können. Und dann können wir den dazu schalten und dann, na, feuerfrei wieder. Ja. So, direkt. So ein komplettes Durcheinander hier zu Beginn. Ja, wie gesagt, das ist halt. Und man könnte auch noch demnächst, müssten wir noch, Fundamente machen können. Und dann können wir alles nochmal neu organisieren. Ah, dass alles etwas schöner angeordnet ist und so wahrscheinlich. Genau. Ne? Ja, weil das, ich weiß nicht, dass das triggert hier irgendwie mega, wenn da so eine Produktionslinie ist, die dann irgendwie so ein halber Meter versetzt ist und nicht eine Linie mehr, weißt du, das ist so. Ja, wie gesagt, das ist, können wir alles dann gleich nochmal schön machen. Aber erstmal, dass wir so einen einfacheren Anfang haben und dann können wir das Fortbestehen schöner machen. So, der ist hier fleißig am Dingensbummens bauen. Nö, mein Kühlschrank meldet sich gerade auch zu Wort. Haben wir noch irgendwo Kupferbarren? Ich habe noch gerade ein paar im Inventar und ich habe auch noch haufenweise Kupfererz. Ja, Erz ist auch gut, weil ich brauche 100 Kabel. Also nicht 100 Kabel, sondern 100 Drähte. Ja, warte sofort. Drähte. So, wo bist du denn gerade? Gerade unten. Ach, da. Hier, warte, ich kann dir schon mal ein paar Drähte aus. Hier ist wieder irgendwas aus. Ich hab ja genug Drähte, ich pack die schon mal hier rein. Ah, warte. Der hat jetzt gerade wieder nichts mehr. Haben wir denn irgendwo noch Biomasse? Oh ja, genug. Das haben wir noch. Was? Ach, grüne Elektroschnecke, die hau ich jetzt auch in den Biomassen-Dingensbummens. Nee, heb die auf. Lass das mal, die sind wichtig. So. Untätig. Gut, der Konstruktor. Jetzt läuft wieder alles. Jetzt läuft wieder alles, sehr schön. Gut. So, der darf jetzt, der macht ja nur doch Eisenplatten. Kann ich irgendwo einstellen, was der herstellen soll? Ja,
musst halt eben auch wieder auf Konfigurieren gehen und dann hast du... Ah, Rezept herstellen. Da. Aber der macht ja schon... Der darf jetzt mal Eisenstangen herstellen. Gut. Dann packe ich meinen anderen Eisenstangen mal auch hier rein in den Container und So, und was wir jetzt brauchen, ist Beton. Und, ja, genau. Um den kümmere ich mich schon mal, ne? Ja, ein bisschen was hatte ich noch einstecken. 26. Ach, du hast schon Stück. Genug Eisenplatten. Ich dachte schon, ja, warum stellst du jetzt die. Ich dachte jetzt schon, warum stellst du die Produktion um, wenn wir noch gar nicht genug Eisenplatten haben? Ja, deswegen habe ich ja umgestellt, weil wir genug hatten. Habe ich ja eben erst gesehen. Entschuldigung, dass du mich vielleicht so anschreist, ey. Hör mir doch auch mal zu hier. Wie so eine alte, verbitterte Ehefrau fast. Ja, wie so ein altes Ehepaar halt einfach, ne? Ja, unfassbar. So, ich mache gerade schon mal Beton. Und dann... Oh Mann, mir graut schon davor, wenn wir irgendwie so hochhausmäßig in die Höhe später bauen. Falls wir überhaupt so weit kommen und mir vorher nicht der Kopf geplatzt ist. Ach, das ist so... passt schon. Das passt. Also, was habe ich denn hier noch? Holz, Beton, Kupferbarren ein paar, Eisenplotten. Ich glaube, ich gehe mal wieder Biomasse sammeln. Ja, mach das, wäre ganz gut. Hatten wir hier nicht irgendwo noch so schön? Ja, Kühlschrank, ich weiß, dass du auch noch existierst. Du musst mir nicht ins Ohr knacken. Hatten wir nicht irgendwo so schöne große Blumenfelder? Weil ich glaube, haben die Blümchen mehr gebracht oder die Blätter? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, die Blätter. Du kannst da aber auch übrigens Holz reinmachen, ne? Wie kriege ich denn Holz? Indem du die ganzen Büsche und so weiter aberntest, einsammelst. Ja, da krieg ich nur Blätter. Und da müsste hin und wieder auch mal ein bisschen Holz dabei sein. Mhm. Theoretisch. Oder? Also zumindest habe ich Holz im Inventar, glaube ich, ja. Ne, ich bisher noch gar nicht. Oder ist das Holz? Ach, das ist Holz. Ah, ich dachte, das wäre ein Kupferbarren. Das sah so ähnlich aus. So, 52 Stangen haben wir schon mal. Oh, sehr schön. Gut, ich sehe gerade, ich habe noch ein paar Blätter im Inventar. Die packe ich noch mal in die Reaktoren rein. In einen der Reaktoren. Oh, kann ich da jetzt nicht... Ja! Nee! Ja. Ich kann das Förderband hoch und runter laufen. Ja, geil! Ja. Juhu! Kleine Sira ist glücklich. Ja, Aufzug! Juhu! Huch, was ist das? Achso, das war das. Das war das Dingens. Oh, was ist denn das da oben? Sieht aus wie Heißluftballons da oben auf der Klippe, ganz weit weg. Ich glaube, du kannst gerade mehr sehen als ich. Ja, ich bin da oben bei der Kupfermine da. Ja. Oh, ich glaube, hier oben ist auch so ein Schwefeldingens. Schwefelvorkommen? Ja, wenn ich das richtig sehe. Ja, pack das direkt ein, wenn es geht. Würde ich mal so sagen. Ah, ich habe wieder Holz aufgesammelt. Von einem, keine Ahnung, halb Baum, halb Busch. Halb Baum, halb Busch. Ja. Ich nenne es Basch. Basch, jawohl. Ach, das war wieder der Rochen, der wo man hier ins Ohr gerührt hat. Hallo. Kalkstein, ja. Nicht Schwefel, Kalkstein war es. Kalkstein. Schritte? Ja. Ich habe gerade Schritte unten gelesen. Hast du den Untertitel-Ding angemacht? Ja, ich hab hier gerade eine Meldung gekriegt, Schritte. Ja, das kommt von dem Untertitel-Ding. Ah, da ist ein Viech, da ist ein Viech. Ja. Das war wahrscheinlich hier Schritte. Also, ich hab den Haken beim Untertitel direkt rausgenommen. Nee, ich finde das eigentlich ganz praktisch. Das ist wie so eine Info, Schritte von rechts oder so, weißt du? Ist eigentlich praktisch. Ja, jeder wie er es lieber hat, würde ich sagen, ne? Ah ja, klar. So. Kalkstein habe ich abgeerntet, das reine. Mhm. Wir haben noch einen
Ah, gut, ja. Vergiss den Bohrer nicht, den kleinen mobilen Miner auf dem anderen Dings, ne? Hm? Ist auf so einem Vorkommen ist ja noch so ein mobiler Miner. Ach, meinst du auf dem Kalk? Ja, das ist ja unten. Ich bin ja oben, da wo das Kupfer ist. Ich meine ja nur. Und ernte hier gerade das ganze Feld ab. Für die Blätter. Das sieht so cool aus, so eine richtig große freie Ebene. Bald schon werden da überall Fabriken stehen. Ja, ich wollte gerade sagen, bald wird von dieser Prärie-Schönheit nichts mehr übrig sein. Oh. Bald werden wir hier dominant. Was ist das? Rohquarz. Nehme ich auch mal mit. Ja, mach das. Ich weiß zwar noch nicht, wofür wir das gebrauchen könnten, aber... Das werden wir noch rausfinden. Später irgendwann mal. Ja. So, die Rohre sind fertig. Bisschen was zu fressen mitnehmen. So. Ja, Upgrade. Juhu. Congratulations. You have unlocked building. Oh. Weltraumlift. Ja, guck mal hier. Hast du das gerade gesehen? Was hab ich gesehen? Wir haben hier gerade nochmal so ein kleines Transportschiff an den Hub bekommen. Oh, okay. Nee, ich bin ja ganz oben. Dementsprechend habe ich es nicht gesehen. Oh, Biomasse-Generator. Ist das Eisen? Eisenerz, ja. Ich lasse das Eisenerz mal stehen. Note. Future developments should be aimed at constructing the space elevator and as such initiating project assembly. Good luck. Weltraumlift. Können wir jetzt, dass wir halt nicht mehr auf die Berge klettern müssen, sondern dann mit dem Aufzug hoch? Ist das ein Weltraumlift oder für was ist der gut? Nein, der Weltraumlift ist dafür gut, dass da halt jetzt hier die Hub-Upgrades quasi schneller freischalten kannst, weil so momentan musst du ja die Stufen jetzt hier, diese sogenannten Tierstufen, nach und nach freischalten. Das geht nur bis Stufe 2 und im Weltraumlift kannst du halt die anderen Tierstufen so freischalten. Ach so, okay. So. Und das Ding ist riesig. Ich habe 800 Blätter, das reicht erstmal, oder? Ja. Well. Sollte erstmal reichen, so. Oh, was sitzt denn da auf unserer Base? Ist das ein Flugzeug? Ich habe das gerade so ganz kurz aus der weiten Entfernung runterruckeln sehen. So, warte, was brauchen wir denn? Genau, Stangen brauchen wir nochmal. Und dann brauche ich mal zwei zusätzliche Reaktoren, würde ich sagen. Die baue ich erstmal provisorisch hier hinten hin. Und... Ich will da oben hin. Da können wir noch mal einen Turm gleich haben. Machen. Kann ich mit dem Ding fliegen? Können wir halt gleich mal austesten. Also ich weiß nur, wenn wir jetzt die nächsten Stufen upgraden, dann müssen wir das Ding halt eben losschicken, um den Hub zu upgraden. Dann fliegt das Ding halt eben weg. Ah, der sammelt dann praktisch auch irgendwelche Sachen, die wo wir dann brauchen. So ungefähr, ja. Wieder einfach ein Baum durch dieses Förderband läuft. Wächst. Das ist kein Problem. Wir können auch bald Motorsägen machen. Super. Von daher. Ach, da können wir dann da können wir dann die Bäume umsägen. Sprachenlernen, Bubble. so, ein paar wie gesagt, Blätter. Das. Was bist du? Noch ein Biomassen. Ja, direkt erstmal zwei. Besser ist. Alter, besser noch ist eine. Besser. Sag mal. Ja, ja. So, dann machen was wir. Was ist das? Quarz. Huh! Da kommt schon wieder ein Strommast durch mich durchgeflogen. Ich bin eigentlich die ganze Zeit nur irgendwas am Sammeln, während der hier die ganze Fabrik aufbaut, weißt du? Ja. Dann machen wir mal direkt. Schuppidu. Da ist schon mal da dran. Ach, ich hab mal deine. Da drüben ist es auch schon fleißig am Schuh, am Schamelzen. Ich hab das gerade mal an Strom angeschlossen.
Da brauchen wir aber dann aber auch noch einen Konstrukteur, ne? Dann können wir zwei Sachen gleichzeitig machen. Ja, genau, dann können wir da nochmal die Stangen anschließen und die Eisenplatten nochmal. Aber eigentlich würde ich sagen, mit dem nächsten Upgrade können wir jetzt das Fundament machen. Würde ich sagen, basteln wir halt eben mal schnell das, also das nächste Upgrade. Hm. Und dann könnten wir direkt nochmal alles so peu à peu abreißen und neu bauen mit dem Fundament. Biomasse Blätter. Oh, hält das Zeug dann länger? Ja. Oh, dann nehme ich mal am besten alles raus, ne? Lass das mal drinnen, weil noch brauchen die Sachen ja Strom. Ja, ich mache das ja nicht alles auf einen Schlag, sondern ich nehme das ja einzeln raus. Ja. Gut, warte mal, wie viele Stangen haben wir denn überhaupt schon? Oh, 16 Stangen. Gut, ich pack noch mal. Oh. Die Platten kann ich ja schon mal mitnehmen. Die Barren mache ich dann mal. Alter, der hält deutlich länger, so eine Biomasse. Ach, können wir die schon machen, die Biomasse, oder ja, was? Ja, ich habe gerade so einen Stack verarbeitet zu Biomasse. Ich dachte, das cool. können wir erst noch machen. Habe ich die falsch verstanden? Cool. Ja. Ups, da ist bin Box. Beschäftigt. Geh weg. Ja, ich wollte an die Box eigentlich dran. So. Gut, aus dem Holz müssten wir auch Biomasse machen können, theoretisch. Ja. Da haben wir Pulette. So. Kein Strom. Oh, was war das eben? Da hat das Piepen? Ja, da hat eben was ganz bös gepiept bei dir. Das war mein Rauchmelder. Okay. Der will eine Batterie haben, glaube ich, einfach nur. Ah, okay. Stimmt, ich erinnere mich, da war ja mal irgendwie was. Ja. Ja, Biomasse Holz und Biomasse Blätter. Aber aus Blütenblätter kann ich zum Beispiel noch keine Biomasse machen. Nein, das geht nur mit Holz und Blättern und nach einer Zeit auch mit den Organen, mit den Alien-Organen, die du vorhin eingesammelt hast. Ah, okay. Jemand hat mein Holz geklaut. Ja, ich habe das schon mal zur Biomasse verarbeitet. So. So. Was sagt denn hier? Ah, 74. Ja, dann kannst du die ja schon mal da reinpacken. So. Ich gehe mal das Dingens oben holen, ne? Weißt du Bescheid? Das Dingens? Ja, das Dingens. Und das Bummens. Und das Kirchens. Ah, genau. Und dann gibt's da auch diese Band mit dem einen Gitarristen und diesem Sänger da, ne? Ja, genau. Und nachts ist kälter als draußen. Deswegen stellt man die Häuser rein. Ja, und übers Gebirge ist es kürzer als zu Fuß. Ja, genau. So sieht's aus. Guti, guti. Jetzt habe ich ganz vergessen, was ich machen wollte eigentlich. Ah, genau. So, ich mach mal ein bisschen Beton. Ich mache mal manuell ein paar Platten. Danke, Manuel. So. Ich kann noch mal. Ja. So 33 von 200. So, und hier bunkert sich das ganze Gelumpe. Hier müsste man eigentlich noch einen Konstruktor hinsetzen. Ja, ich mach gerade noch mal alles hier manuell, die Platten und so weiter. Und dann, bevor wir jetzt das Ganze aufbauen. Hallo. Und nur um es dann in 10 Minuten wieder abzureißen, ne? Ja, stimmt. Ach so, ja. So. Wo machst du denn eigentlich die verstärkten Eisenplatten? Ach, da! Musst einfach nur runterscrollen. Willst du ein paar Schrauben Eisenplatte haben? Eisenplatte und Schrauben. Nee, ich wollte nur gucken. Ach so, also es sind bis dann noch 2 oder 3 verstärkte Platten. 4 sogar in der Aufbewahrungsbox sein. Mhm. So, ich stelle hier mal um auf die Platten noch. Eisenplatten.
Waren da schon noch genug Stangen drin? Und wie viele hast du denn jetzt gerade im Inventar? Ich habe jetzt so 35 wieder rausgezogen. Es reicht also zum für die 100. Und wie schaut's mit Beton aus? Beton! Was hab ich denn hier? Eisenbahn. Okay. Nehme ich direkt mal von dem Miner und dann... Schalalalala. Hm? Was? Ist bei... Bei deiner Produktionslinie ist ja jetzt der Dings aus. Oh. Der Erzbohrer, warte mal. Ach, da fehlt die Dingens. Ja. Ach, ein paar Kabel erstmal holen, dann mache ich da die Stromverbindung wieder hin. Habe ich, glaube ich, versehentlich da irgendwas gelöst oder du so. Du hast Mist gebaut! Oh weia, Verschuldigung. Ganz, ganz viel Mist hast du gebaut. So. Schäm dich. Ich schäme mir ja schon. Jetzt aber. Zum Glück hatten wir ja durch den kleinen Produktionsstau noch immer mal genug Erz im Container gehabt. Siehst du, für so Sachen sind diese kleinen Zwischencontainer immer gut. Ja. Das stimmt. Was versuchst du? Geh ich halt wieder hier, blockiert ja wieder das ganze Ding. Ja, wenn du halt eben da weggehst, Mann, kann ich ja nichts dafür. So. Pack ich die Eisenbarren mal. Gibt's noch hier aber da rein? Das ist Kupfererz. Das kann ich ja direkt da reinmachen. Oder nee, behalte ich nochmal. Flüster, flüster, murmel, murmel. So, ja, ich war gerade am Überlegen. Wegen der Kupferproduktionslinie. Ach, guck mal, wir haben wieder einen Heribert hier. Was, ein Heribert? Heribert. Ach, meinst du Olaf? Ja. Oder, stimmt, du hast nur Olaf genannt, sowas. Der große Dicke mit dem kleinen Kopf. Ah ja, stimmt, ja. Da hinten, ich sehe ihn. Hinter dem Baum da. Ja. Der Olaf. Olaf. Oh, ich glaube, der hat keinen Bock mehr. Wie ich jetzt einfach deinen Blueprint sehe, da schon wieder durch die anderen Gebäude durch. Hier, Sira, wie gesagt, das kannst du hier... Ja, du hast übrigens auch den Eingang falsch gemacht, glaube ich, davon. Hm? Kann das sein? Nee, in dieser Linie gut. Da halt, ne? Das sah dann erstmal komisch aus. Nee, aber hier waren doch den Beton und so weiter gleich eh fertig. Und hier kannst du jetzt keinen Container mehr davor bauen. Ja, das mache ich dann um die Ecke. Ja, gut, also das ist halt... Müsstest du doch mir... sowieso wieder abreißen. Ja, deswegen... Ich will das nur ausprobieren. Ach so. Ach, da brauche ich wieder die Platten. Ja. Haben wir denn noch Platten hier irgendwo? Ja, 6 Stück. Ich habe noch 32 im Inventar. Wenn du willst, kann ich sie dir abgeben. Ausleihen, mit Pfand natürlich. Oh, weia. Hast du genug Platten dafür überhaupt? Oder nee. Oder ist die Kurve zu steil? Nee, ich hab auch nicht genug Platten. Ich weiß nicht, ob die Kurve dafür zu steil ist. Ja, warte mal, ich schmeiß dir mal ein paar Platten hier hin. Ich brauch noch mal einen Container liegen. Ich will einfach gucken, ob das funktioniert. Ja, also die Platten liegen da unten, ne? Rechts. Ah. Dankeschön. Bitte. Containerli. So, was und die Folge haben wir jetzt auch voll. 10 Stangen gehen. Ich würde sagen, wir können jetzt noch mal gucken, dass wir den Dings... das nächste Upgrade noch mal machen können und dann... Aber es könnte noch mal ein bisschen dauern, bevor die Folge beenden. Jupp, das könnte noch ein bisschen dauern. Ich mach noch mal einen weiteren portablen Miner hier drauf. Dö, 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 dö.
So, ich habe noch mal ein paar weitere portable Miner auf den Kalkstein gemacht, damit das ein bisschen schneller geht mit dem Kalksteinerz. Gute Idee, ja. So, Skomme. So. Juhu, ich kann 31 Beton machen. Wow! Und dann haben wir immerhin schon die 100 voll. Die 120, 120 oder so dann ungefähr. Oh weia, oh weia. So. Ah. So, jetzt aber. Upp. So. Müssen wir, glaube ich, mal für die Miner irgendwie so ein kleines. So eine kleine Unterhaltungsschau aufbauen, machen, veranstalten. Vielleicht arbeiten die dann schneller. Ja, ein bisschen Ablenkung, ne? Dass sie was zu tun haben. Ja. Kein Strom. Wie können sie es wagen, keinen Strom zu haben? Oh, weia. Ah, ich brauche ein Kabel. Ein Kabel? Ich habe jetzt noch 48 Kabel im Inventar. Ich kann noch, keine Angst. Alles gut. Ich habe noch. Okay. Bin ich jetzt also den ganzen Weg zu dir zurück extra so einfach so gegangen. Ach, du musst doch übrigens hier noch bei dem, Achso, nee, schon gut. Egal. Ja, schon, hast du was gesagt? Ich dachte schon, du hast beim Konstruktor einfach nur nicht die Einstellung ausgewählt, bis ich geschnallt habe, dass du ja da den Kabel dran machen wolltest, die Stromversorgung. So, jetzt haben wir auf der einen Seite Eisenstangen und auf der anderen haben wir die Platten. Mhm. Ich bin stolz. Und in der nächsten Folge reißen wir alles ab und bauen vom Grund auf neu. Genau. Genau so sieht's aus. So, sieht doch bei euch beiden? Sieht so, glaube ich, doch ein winzig kleines bisschen durcheinander aus. Ja, und das kann dann im späteren Spielverlauf auch so ein paar kleine Komplikationen geben mit dem Aufbau und Ausbau der weiteren Fabrik. Ja. So wie man sieht, hier haben wir noch ein paar Reaktoren und da drüben ist das Kupfer, das noch nicht hierher reicht. Hier haben wir jede Menge Maschinen, kreuz und quer einfach irgendwie hingeklatscht. Hauptsache es ist da. Und ja, beim nächsten Mal wird das dann alles etwas hübscher gestaltet und übersichtlicher. Auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, wir haben auch schon 33 Minuten. Ach, warte mal ganz kurz. Das musst du dir mal für die Folge ansehen. Ich habe jetzt, glaube ich, gleich den Beton fertig. Okay. Glaube ich, hoffe ich. Oder? Ah. 50? Ah, nee, reicht noch immer nicht ganz. Oh. Egal. Ja, dann machen wir es in der nächsten Folge. Wie viel fehlt denn noch? 30? Naja. 15. 25 meine ich, 25, ja. Ja, knapp 30. Wenn nicht, gehe ich da selber noch mal ein bisschen ballern. Ja, genau. Da, 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 da. Kümmerst dich schon darum? Ja, ich sammle schon das, was es hergibt. Während da oben Mr. Himmelsrochen wieder vorbeiflattert. Naja, warte mal kurz. Ich habe noch zwei im Kalksteinerz im Inventar. Die könnten mir nochmal helfen. Ja, warte, ich gebe die nochmal kurz. Wow. So, ja, 28 kann ich herstellen. Sehr schön. Ah, gut. Perfekt. Aber noch nicht, Aber lass mich das dann aktivieren und du suchst dir mal ein kleines Plätzchen mit Aussicht auf den Hub. Weil dann passiert was Schönes. So, alles ist drin. Oh, da kam gerade. Oh, da kam gerade ein roter Knopf. Okay, ich suche mir. Ich gucke mal. Komm ich irgendwie da hoch? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich stelle mich jetzt.
oder? Ich stelle mich jetzt einfach mal hier oben drauf. Sag Bescheid, wenn du fertig bist. So, ja, jetzt habe ich da natürlich diesen Qualm. Warte, ich guck mal nach da drüben. Da ist kein Qualm hoffentlich im Bild. Hoffentlich. Ja, schon. Ja, so geht das. So geht das. Ja, gut. Also bist du bereit? Ja, ich denke, ich bin bereit. 3, 2, 1. Meilenstein, Basisaufbau. You have unlocked several structures aimed to provide the first needed to build basic factory infrastructure and improved overview. Building these will provide a grid for more advanced organizing and sectioning of your factory. Tschüss! Und oben rechts hast du eine Anzeige, wann er wieder zurückkommt. Ah, kehrt zurück. Und dann kannst du das nächste Upgrade starten. Okay, Frachter kehrt zurück. Ja. Ach, kann ich mir das ungefähr so vorstellen, dass der jetzt irgendwie zur Menschenbasis fliegt und da Material vielleicht holt oder so? Beziehungsweise der bringt das Material, was wir da abgelegt haben, da oben hin. Der bringt das Material, das wir abgelegt haben, oben hin? Ja, die Eisenstangen und den Beton und das Ganze, was wir da reingepackt haben. Ach, der hat das jetzt praktisch mitgenommen? Genau, der nimmt das Material mit und bringt das nach oben und dann deswegen... Ist jetzt so wäre meine Erklärung dafür. Ja, und der bringt es dann oben zu der Menschenbasis, die bauen daraus dann irgendwie das Haus und der bringt das Haus dann zurück, oder was? Nee, also einfach nur so, ich stelle mir einfach nur vor, dass ich stelle es mir einfach nur so, für die Upgrades haben wir jetzt ja schon, das können wir jetzt schon alles basteln und so weiter. Ja. Und ich stelle mir es einfach nur so vor, dass der halt eben die Sachen einfach da hochbringt und wir zurückkommen und dass wir deswegen die Sachen zur Verfügung haben, weißt du? Einfach nur so eine hypothetische Erklärung von mir dafür. Keine Ahnung. Aber das war doch irgendwie... War da nicht irgendwas mit... Oh, wo war denn das nochmal? Man hatte doch irgendwie so einen Kodex, ne? Wo war denn der? Auf X, glaube ich. Ah. Ja, okay. Auf X. Fahrzeuge, Gebäude. Ach, guck, da kommt er schon wieder. Mhm. Ja, aber... Gut, da sind... Meilenstein-Austausch abgeschlossen. Wiedereinstieg erforderlich. Ja gut, das ist halt eben für das nächste Upgrade dann. Jetzt am nächsten, ja. Gut, ich würde erst mal sagen, das war's dann für die Folge, weil wir haben jetzt schon wieder gleich 40 Minuten. Und ich muss auch. Die Lieferung, abgeschlossene Phasen, werden neue Meilensteine freischalten. Erfordert eine Lieferung spezieller Projektteile, um die jeweilige Phase der Projektmontage abzuschließen. Ich kann mir trotzdem nicht wirklich was drunter vorstellen, was der damit macht. Warum der das jetzt hochbringt. Ich meine, mit dem ganzen Zeug könnten wir selber unsere Base aufbauen, aber warum bringt der das weg? Das ist mir noch nicht so ganz ersichtlich. Naja, das tatsächlich. Ist halt. Wie gesagt, ich denke mal, der fliegt einfach einmal nach oben, um halt da so Proben oder keine Ahnung was wegzuschicken, damit halt eben die anderen Menschen, die da anscheinend irgendwo draußen sind, uns die Upgrades freigeben können. Denke ich mal. Irgendwie sowas. Ich weiß, das trotzdem strange. Gut. Aber, naja, was soll's. So, das Ende, was ich jetzt hier nochmal kurz gucken möchte, was brauchen wir fürs nächste? Oh, Logistik, Upgrade und Feldforschung. Ja, Stufe 2, Teilmontage, Hindernisbeseitigung. Ah, da haben wir die Kettensäge auch. Ja. Fester Biotreibstoff. Aber das müssten wir uns dann erstmal aufheben für die der Neukonstruktion. Ja, klar. Ich wollte jetzt nur mal gucken tun. So, ich musste gerade mal ein bisschen fürs Ende noch mal drängeln. Ach, das ist, die letzte Ausbaustufe gewesen für den Hub, oder wie? Weil ich sehe jetzt nicht irgendwie Hub Stufe 7. Zum Beispiel. Ja, genau, jetzt haben wir schon, jetzt gerade ist halt schon, haben wir Tierstufe 1 angefangen mit dem Basisaufbau. Mmh, okay. Also du kannst ja, Alter, da haben wir noch ganz schön viel zu tun, ne? Ja, es gibt insgesamt, wie sieht, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also mit Stufe 0 gibt es sozusagen 9 Stufen, die du ausbauen kannst. Momentan.
So, wie gesagt, Moment, das ist Early Access übrigens, das Spiel. Ne? Das ist noch keine Vollversion und hat schon einen derartigen Ausmaß. Oder derartige Ausmaße, sag ich mal. Ja. Sehr interessant auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber jetzt müssen wir hier Schluss machen, weil der gute Nemasuk muss auch noch arbeiten. Genau, wir haben jetzt schon ein bisschen länger gemacht, als wir geplant haben und ich muss gleich los. Gut, also dementsprechend danke fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr habt Spaß und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ne? Also tschüss. Ciao, ciao.